Hallo und herzlich willkommen im Angelcenter RSR jetzt. Wir haben kühle Temperaturen draußen. Der Herbst kommt in großen Schritten. Die Wassertemperatur fallen. Was bedeutet das für uns? Thema Raubfisch. Wir können Dropshot angeln. Und Dropshot angeln ist eine wirklich geniale Sache, denn wir sind super flexibel auf Barsch und Zander. Ist ein sehr modernes Fischen auf Kunstköder-Ebene und es ist halt sehr reizvoll, weil es sehr spannend ist. Ich kann sehr groß variieren, was die Köder betrifft, was die Tiefe betrifft. Ich kann weite Würfe machen, ich kann die Kante beangeln. Und ich möchte euch heute mal zeigen, wie man eine ganz normale, leichte Dropshot-Montage baut für den Fisch Zander und Barsch. Dazu braucht ihr eigentlich gar nicht so viel Material. Erstmal benötigen wir zum Beispiel ganz normales Fluorcarbon. Kann man auch in verschiedenen Stärken wählen. Ja, beim Barschangeln wähle ich einen kleineren Durchmesser. Wenn es Richtung Zander geht, dann kann man auch schon mal einen größeren Durchmesser nehmen. Wir brauchen eine Quetschhülsenzange. Na, da werden jetzt schon die Ersten sagen, oh, was wollen wir mit einer Quetschhülsenzange? Kommen wir gleich zu. Es gibt verschiedene Hakensorten für das Dropshot-Angeln. Die ganz normalen Dropshot-Hooks. Dann haben wir den Z-Neck Offset, den wir heute verwenden werden. Und dann gibt es noch den Downshot Offset in der Variante. Wichtig ist, das möchte ich gleich von vornherein nochmal erwähnen, achtet dort wirklich auf Qualität. Denn es ist wichtig, dass dieser Haken scharf ist, gerade auch beim Barsch und Zander angeln, damit die Fische schnell und präzise sitzen. Das ist das A und O bei dieser Angelei. Ihr könnt sehr, sehr viele Gummis dafür verwenden, wie zum Beispiel Low Action Gummifischchen. Ihr könnt kleine Köder verwenden wie Barsch, sogar mit Schaufel hinten dran, die ein bisschen mehr Druck erzeugen. Einfach nur ein Flimmerschwänzchen hinten dran mit viel Glitter. Auch wieder ein Low Action. Und auch Würmchen. Ja, hochinteressant auch fürs Barschangeln. So, dann benötigen wir ganz normale handelsübliche Klemmhülsen. Wir benötigen spezielle Dropshot-Leads. Gibt es in Kugelform oder so wie hier in Stabform. Auch hier brauchen wir wieder eine scharfe Schere, die das Fluorcarbon optimal durchschneiden. Und dann kann es auch schon losgehen. Dropshot-Angeln. Viele denken dann immer, ach, es ist hochkompliziert und ich muss viel knoten und das dauert mir eigentlich auch viel zu lange, ich bleibe lieber bei meiner Gummifischangelei. Kann man so denken oder man beschäftigt sich mit der Sache Dropshot und ist mega erfolgreich und kann dieses spannende Angeln betreiben. Ich zeige euch jetzt mal eine Methode, so wie ich sie fische, wie sie auch wirklich super, super einfach ist. Wir nehmen unser Fluorcarbon. Am Anfang, damit sie es auch gut werfen lässt, nehmen wir erstmal einen guten Meter. Ein bisschen Verschnitt einplanen, also lieber nochmal ein Stück länger angeln. So. Fluorcarbon. Warum Fluorcarbon? Ganz einfach, weil es ein Material ist, was unter Wasser die Eigenschaft hat, kaum gesehen zu werden von den Raubfischen. Also es hat eine Entspiegelung, wo das Material fast unsichtbar wird, also eine Lichtbrechung. Wichtig dabei ist, wenn ihr Segmente im Wasser unterwegs habt, dass ihr ab und zu mal, um den Effekt voll immer da zu haben, mal mit einem Lappen ein bisschen feucht machen und mal das Fluorcarbon ab und zu nach dem Fischen wieder säubert und dann ist es auch wieder 100% rein. Ja. So. Wir nehmen heute den Z-Neck Offset. Ich habe hier schon ein Ding. Dann benötige ich erstmal zwei Quetschhülsen. Dann nehme ich die erste Quetschhülse und gehe durchs Fluorcarbon durch.
Jetzt wähle ich ungefähr die Mitte von unserer Vorfachlänge. Und jetzt kommt die erste knifflige Sache. Da jetzt gleich der Haken kommt, müsst ihr, wenn ihr das Fluorcarbon und die Quetschhülse quetschen möchtet, bitte nur die Hälfte dieser Quetschhülse in die Quetschhülsenzange einzulegen. Ich erkläre auch gleich warum. So wie ihr jetzt seht, bleibt ein Stückchen von der Quetschhülse ungequetscht. Drücke ich ganz leicht zu. Wichtig ist auch, dass ihr nicht das Material beschädigt. Und wie ihr jetzt seht, wenn man es erkennen kann, bleibt ein Teil von der Quetschhülse in seiner Ausgangsposition oder in seiner Form, wie es eigentlich ist. So. Jetzt nehmen wir den Haken. Ganz wichtig ist, dass ihr ihn nicht falsch montiert, weil das untere Ende ist. Ne, da, wo die Hülse nicht gequetscht worden ist, in der Richtung, kommt doch der Haken unten vom Öhr. Packt euch erstmal so. Nun nehmen wir die zweite Quetschhülse. Ziehen das Fluorcarbon mal durch. Und jetzt könnt ihr euch sicherlich schon denken, was jetzt kommt. Denn wir möchten ja, dass der Haken gerade steht. Und zwar so. Jetzt setzen wir diese Quetschhülse so an, dass der Haken praktisch gerade steht. Legen Sie wieder in die Nut der Quetschhülsenzange ein. Übung gehört da schon dazu. Also lasst euch da nicht beirren. So macht den Meister. Quetscht es wieder zu. Und lasst wieder ein Stückchen der Quetschhülse ungequetscht. Wie ihr jetzt seht, steht der Haken fast gerade. Und kann sie auch noch frei bewegen. Ne? So. Dann haben wir den ersten Teil schon erledigt. Jetzt brauchen wir natürlich noch eine Schlaufe, wo wir in unserem No-Knot-Wirbel die Schlaufe einhängen, um die Dropshot-Montage an der Route zu befestigen. Dazu brauchen wir auch wieder eine Quetschhülse. Ich würde dort oben auf den Wirbel verzichten, weil ich bei einer Dropshot-Montage so wenig wie möglich Material verarbeiten möchte, damit sie so natürlich wie möglich bleibt und dass auch keine Schwachstellen wie Knoten oder sowas mit drin sind. Jetzt nehmen wir wieder das Fluorcarbon. Ziehe jetzt durch die Quetschhülse und gehe jetzt da wieder zurück. Und bilde einfach nur eine kleine Schlaufe. Bei dieser Quetschhülse könnt ihr jetzt wieder komplett quetschen. Zupressen. Gut gequetscht ist sie, wenn von der Quetschhülsenzange die Riffeln wieder zu sehen sind.
das Überende oder das überstehende Ende knipsen wir einfach ab. So. Jetzt ist diese Dropshot-Montage schon fertig. Jetzt nehmen wir uns ein Dropshot-Lied. Und dieses Dropshot-Lied hat so eine spezielle Öse. Warum hat es eine spezielle Öse? Damit ich variabel für die Tiefe bin. Also das heißt, wie hoch oder wie groß ist der Abstand meines Köders zum Grund. Das kann ich nämlich mit diesem Blei und mit dieser Öse variabel verschieben. Ihr nehmt das Fluorcarbon, geht hier durch das also weit offene stehende Loch durch. Und wenn ihr die gewünschte Tiefe habt, zieht ihr es einfach bloß in die enge Stelle mit ein. Und schon kann sich dieses Dropshot-Blei nicht mehr bewegen. Wenn ihr jetzt, also das ist jetzt mal das Blei, was jetzt auf dem Grund ist. Ja, wenn ich nun möchte, dass der Abstand kleiner wird, dann löse ich das Fluorcarbon wieder. Mache es wieder fest. Und schon ist der Abstand geringer. So könnt ihr von der Tiefe her, wo die Fische gerade stehen, das auslokalisieren und schauen, wo die Bisse kommen. Das Montieren des Fischchen ist auch gar nicht so kompliziert. Wir nehmen jetzt mal die Variante, die nehme ich gerne für Barsch und Zander. Hier unten ist ein kleiner Schlitz. Also diese Köder sind wirklich variabel, ob ihr jetzt ein Downshot-Offset nehmt oder ein Z-Neck-Offset oder einen ganz normalen Dropshot-Hook. Ihr werdet sie immer optimal positioniert kriegen. Ich steche vorne ein und gehe mit der Spitze unten wieder raus. So, den lasse ich hier oben verschwinden. Dann gehe ich hier unten durch den Schlitz durch. Ja. Dadurch, dass wir Quetschhülsen verwenden, kann sich der Köder absolut optimum frei bewegen. Ja. Beim Dropshot-Angeln kann ich mit etwas erhöhter Rute leichte Kurbelumdrehung machen, ab und zu mal ein bisschen zucken im Handgelenk. Ja? Und das heißt, das Fischchen wandert praktisch immer die Kante hoch. Ja? Und da, wo die Barsche jeweils stehen oder die Zander, gibt es dann die Attacken. Ja? Also ich finde diese Variante wirklich sehr, sehr flexibel. Sie ist schnell gebaut. Und mit anderen Varianten, wie zum Beispiel mit dem... Es gibt auch die... anderen Hakenvarianten, die kann ich mal schnell zeigen. Hier kann ich zum Beispiel, habe ich den Vorteil, weil die Spitze ein bisschen nach unten geht, dass ich hier die Spitze so ganz leicht in diesem Schlitz vom Gummifischchen verschwinden lassen kann, gerade wenn ich so im hindernisreichen Wasser angle, wie zum Beispiel mit leichtem Kraut oder sowas, damit ich nicht hängen bleibe. Kommt der Biss, klappt sich der Fisch weg und das Gummimaterial ist so weich vom Gummifischchen. Das würde jetzt praktisch so stehen, dass die Spitze so leicht zum Gummifisch geneigt ist und wenn der Fisch praktisch den leichten Gummi wegbiegt, dann wird die Hakenspitze frei und er sitzt. Somit sind wir schon fertig mit der Dropshot-Montage. Baut sie einfach mal nach, probiert es aus und fangt Fisch. Ihr könnt es auch knoten, aber ich gebe euch den Tipp, bei Fluorcarbon verzichte ich so gut wie möglich auf das Knoten des Materials, weil es sehr empfindlich ist. Wenn, dann müsst ihr es befeuchten, damit es keine feinen Risse bekommt und dort vielleicht eine Schwachstelle entsteht. Diese Sache finde ich optimaler. Ja? Okay, dann fahrt ans Wasser, holt euch einen Zander und einen Barsch. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und in den nächsten Teilen zeige ich euch das Carolina und Texas Rig. Ich würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen hinterlasst und wir sehen uns beim nächsten Mal.